Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Valheim. Ihr seht, ich bin überladen, das hat aber auch einen guten Grund. Den werde ich euch gleich zeigen. Vorher muss ich kurz mein Inventar ein bisschen ausräumen. Das. Jetzt sneak ich, warum auch immer. So, einmal das hier rein. Das kommt dahin. So, gut. Der Grund, warum laufe ich jetzt? Hallo? Nein. So, jetzt. Der Grund ist, ich bin mit dem Schmiedegebäude fertig. Ich habe mir hier zwei Kohleofen und zwei Schmelzen hingebaut. Ein kleines Kistenlager. Wie ihr seht, das ist sogar perfekt im Gegensatz zu dem anderen. Hier ist die Schmiede, hier ist die Werkbank, hier draußen sind die Erweiterungen. Wir haben eine Stufe 4 Schmiede mittlerweile. Und ja, upgraden können wir auch ganz in Ruhe. Hier können wir auch upgraden, erstmal reparieren. Ja, nur hier können wir einiges herstellen. Jetzt bin ich auch gerade am Überlegen. Da ich ja jetzt hier so ein schönes Kistenlager habe, ob ich nicht versuchen sollte, eventuell mein Haus dort wieder wegzumachen, das eventuell hier unten hinzubauen, dass ich hier alles schön einebne, hier noch ein kleines Häuschen hinbaue, so dass wir hier unten dann vielleicht Platz für irgendwelche Felder haben. Denn wir können ja seit der letzten Folge... Moment, das muss man nämlich hier herstellen. Ein Pflug bauen. Ärztetechnisch, ihr seht, da ist gerade nichts am Start. Das muss ich offscreen wieder farmen ohne Ende. Aber ich bin der Meinung, wie viele Kisten haben wir hier drin? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6 sind 11. Das sind 15, das sind 17, ne? Dass wir das wirklich so machen, dass ich sage, hier noch eine Kistenreihe, da noch eine Kistenreihe. Und dann hier unten unser kleines Häuschen. Oder da oben mal gucken, ne? Denn ich muss hier wieder sehr viel einebnen und ja, Treppen bauen und alles. Weil dann müsste ich auch nicht immer so weit rennen. Wobei mir eigentlich das hier schon gefällt, aber ich hätte gern alles da, wo ich es auch benötige. Von daher wäre das hier eigentlich schon praktisch, wenn man es so nimmt. Wir können ja mal testen. Testweise versuchen, ne? Kiste passt. Ah, jetzt geht das wieder los. Kiste passt. Wenn wir jetzt hier nochmal 7 Kisten hinbekommen. Und die kriegen wir auch easy hin. Und jetzt eventuell... so rum hatte ich das. Wenn wir jetzt hier oben auch nochmal Kisten hinsetzen, ne? Das geht halt einfach tatsächlich. Ne, die dürften da hinten nicht rausgucken, ne? Könnte man ja zur Not auch noch ein bisschen näher holen. So. Mir fehlt Holz. Und ich muss was snacken. Hab ich... Ja, hier haben wir noch ein bisschen Holz.
Das würde so eigentlich richtig geil aussehen. So ein richtig fettes Kistenlager, wo alles drin ist. So. Im Übrigen, dieses Konstrukt habe ich einfach nur mal just for fun getestet und schaut's euch an. Baba-mäßig. Also, ich kann mich da nicht beschweren. Ich würde das auch gern so lassen wollen. Und dann könnte man nämlich hier unten dann unser Häuschen hinbauen. Da kommt dann die ganze Kochstation rein. So, dass hier Steine, Waffen und alles gelagert ist. Und das Essen dann in unserem Häuschen hier unten. Ne? Da kann man nämlich auch ganz in Ruhe den Spaß hier wegmachen. Ja, und dann hätten wir hier unten mehr als genug Platz für Felder. Den Bootsteg würde ich dann eventuell nochmal umbauen. Ja, hier vorne könnten wir auch noch irgendwas hinstellen. Vielleicht so ein Portal oder so ein Schrein. Da ist unsere Bienenzucht. Es passt alles soweit. Aber das wollte ich ja heute nicht machen. Denn wir wollten heute mal versuchen, ne? Eine kleine Schutzmauer zu errichten für uns. Hab ich genügend? Gut. So, erstmal ein bisschen. Hallo? 6? Da. Wir müssen ja natürlich erstmal wieder ein bisschen anebnen. Ah, das ist hier alles schon wieder ein bisschen zu scheiße, wortwörtlich. Vor allem das hier. Aber das ist nicht so schlimm, denn ich will ja sowieso dann noch, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Graben ziehen. So 7. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mal eine Werkbank. Hier ist die Palisade, die hätte ich gerne. Und zwar muss ich hier ganz kurz noch ein bisschen was machen. So. Genau. Ja, hier können wir auch noch mal ganz kurz ein bisschen. So. Hier noch mal. So. Die Palisade. Ich würde die gerne halt hier so hinbauen. Das heißt, die würde bis da ins Wasser gehen. Also würde ich sagen, wir fangen hier an. Wenn ich die jetzt daran setze, okay, das geht dann nur so. Dann müssen wir das so hier irgendwie versuchen hinzubekommen. Oh. Halt, ich höre da was. Komm her. So. Ah jo, jetzt kann ich ja auch wieder hier das machen. So, wenn wir dann nämlich hier die Palisade haben, könnten wir davor... Ich brauche halt tatsächlich Holz. Meine Güte. Holz haben wir hier drin. Bitte einmal die Hälfte ablegen. Danke. Ich bin immer noch zu schwer. Lull. Wir können nämlich vor der Palisade noch Spikes hinbauen. Da hinten sehe ich schon wieder einen Gegner ankommen, oder? Ist das eine... Nee, ist eine Nix. Ist das eine Nixe? Ja. Jo, zu schwer. Können wir nämlich hier vorne auch noch Spikes hinsetzen, ne? Das werde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Und zwar diese hier. Durch die natürlich ankommen die Gegner Damage kriegen. So, das würde ich dann gerne so haben wollen.
Autsch. Ihr seht, ich habe auch Damage bekommen. Ach du Heimatland, wie setzt man das jetzt am besten? So. Und dann davor hier noch mit der Picke einen Graben langziehen. Und das einmal rundum. Sag mal, hör ich schon wieder Gegner? Nee. Das wäre so meine Vorstellung von dem Ganzen. Ob das natürlich umsetzbar ist, ist die Frage der Fragen. Und ich sehe gerade, ich kann hier mein Haus gar nicht hinbauen. Das heißt, ich müsste das hier vorne so hinbauen. Also hier so in dem Bereich. Oder aber doch dort oben. Weil, ja, ich würde hier nämlich auch gerne so ein Türchen hinhaben wollen. Aber, ja, doch, das geht hier. Hier ist der Runstein. Kann ich dich irgendwie da ransetzen? Ah, dann bist du zu weit im Boden. Okay. Müssen wir das Ganze so versuchen. Das müsste ich jetzt irgendwie hier an... Ja, genau. Wow. Es fehlt einfach wieder Holz. Man mag es kaum glauben. Holz, da lasse ich jetzt das einfach mal hier drin, ne? Ja, Weltspeicher. So, die 7. Hier haben wir das Türchen. Machen wir das so hin. Jetzt gucken wir mal. Jo. Läuft. Die nächste Palisade dann bitte einmal. So. Jetzt muss ich gucken. Ich möchte auf jeden Fall hier so lang. Das heißt, ich muss das jetzt einmal hier mit so einem komischen Bogen machen. Ne? Es ist schade, dass es kein... Ja. Wie soll ich sagen? Moment, ich muss mal was testen, ne? Warte mal, das ist links. Umschalt links. Passiert doch gar nichts. Naja. Ich würde das nämlich halt schon gerne so gerade ziehen alles. Dass das eben auch richtig nice aussieht. Ja, komm, das machen wir jetzt so. Nein, das möchte ich jetzt nicht haben. Ah! Oh, lol, yeah. Ah! Nice! Okay, wir haben wieder kein Holz. Aber ungefähr so habe ich mir das halt gedacht. Und ihr habt sicherlich gerade gesehen, ich habe ein bisschen mit der Umschalttaste gespielt. Und ich würde nämlich gerne das alles so ein bisschen, ja, perfekt haben wollen. So. Und hier hatten wir das dann so. Das wäre dann ungefähr so. Ja. So hätte ich das dann gerne. Also. Die Mauer werde ich aber offscreen ziehen. Das werde ich nicht in den Aufnahmen machen, denn.
Ja, ihr seht, wie lange das dauert. Da wäre ich alleine damit schon mit 5 Aufnahmen beschäftigt und das möchte ich nicht. So, ich werde jetzt offscreen Holz farmen. Ich werde Erze farmen und die auch gleich durchbrennen lassen. Und dann, ja, mal schauen, was wir in der nächsten Folge machen. Wenn euch, vielleicht baue ich in der Zeit dann auch schon mein Häuschen um, weil ich brauche jetzt eigentlich nicht mehr so ein großes. Und ja, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.